Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. So eine Tiefbohranlage ist ja ein ziemlich großes Gebilde. Hier hinter mir sieht man sowas, ein großer Bohrplatz, große Maschinen, große Anlagen. Und das kostet natürlich viel Geld und man braucht auch viele Leute, um so eine Tiefbohranlage zu bedienen. Und außerdem ist das Gestänge, was da aus- und eingebaut wird, auch ziemlich arbeitsaufwendig zu handhaben, weil ja alle 10 Meter Gewindeverbindungen verkontert oder gebrochen werden müssen. Das ist viel Arbeit. Und deswegen überlegt man immer, ob es nicht möglicherweise auch kleiner geht. Und tatsächlich gibt es solche Methoden. Das ist zum Beispiel ein Bohrverfahren, was wir Coil Tubing Drilling nennen. Coil ist das englische Wort für Spule und Tubing ist das englische Wort für ein Endlosrohr. Und tatsächlich benutzen wir beim Coil Tubing Bohren einen Schlauch, ein Endlosschlauch aus Stahl, der auf eine Trommel aufgewickelt ist, so wie wir das hier hinter mir sehen. So eine Bohranlage ist ziemlich klein und kompakt und kann von einem Menschen alleine bedient werden. Das erscheint erstmal sehr positiv zu sein. Wenn wir jetzt aber gucken, was dieser Stahlschlauch tatsächlich für ein Schlauch ist, dann sehen wir, dass der alles andere als flexibel ist, sondern es ist eher ein massives Eisenrohr. Und deswegen brauchen wir auf so einer Coil Tubing Bohranlage spezielle Ausrüstung, um mit so einem steifen Stahlrohr überhaupt zurechtzukommen. Und da haben wir zum einen den Gooseneck, das ist eine Führung, wo dieses Rohr von der Spule auf den Bohrturm geleitet wird. Und dann haben wir auch noch einen großen Injektor, der mit brutaler Gewalt dieses Rohr geradeaus in die Bohrung rein oder aus der Bohrung herausführt. Dazu braucht man große Kräfte. Aber es funktioniert und man kann tatsächlich mit so einer Bohranlage sehr schnell bohren, weil man zum Beispiel auch gar keine Gewindeverbindungen beachten muss, sondern einfach dieses Endlosrohr beliebig weit rein oder raus fährt aus der Bohrung. Nachteilig ist allerdings, dass man sich vorstellen kann, dass man nicht beliebig dicke Schläuche aus Stahl aufrollen kann, sondern es geht nur bis zu einem gewissen Maximaldurchmesser. Und deswegen ist auch der maximale Durchmesser einer solchen Bohrung sehr stark begrenzt. Und man kann sich auch vorstellen, dass auf so eine Rolle nicht beliebig viel Bohrgestänge draufpasst. Und damit ist auch die maximale Tiefe einer solchen Coil-Tubing-Bohrung mehr oder weniger begrenzt. Das sind wiederum Nachteile. Aber es gibt noch einen sehr charmanten Vorteil des Coil-Tubing-Drillings. Und der liegt da drin, dass man durch dieses Endlosrohr ziemlich komfortabel ein Kabel durchpumpen kann. Und dieses Kabel hängt dann halt auf beiden Seiten raus. Und das bedeutet, dass man mit diesem Kabel untertägige Sensoren beispielsweise mit Strom versorgen kann. Und man kann auch die Daten, die diese Sensoren messen, in Echtzeit über dieses Kabel an die Oberfläche holen. Und deswegen kann man mit Coil Tubing Drilling tatsächlich mehr oder weniger Joystick-Drilling betreiben. Das heißt, jede Bewegung des Joysticks wird unter Tage über den Strom in Bewegungen der Bohrgarnitur umgesetzt und die Daten, die unten gemessen werden, stehen unserem Maschinisten an der Oberfläche in Echtzeit zur Verfügung. Und deswegen sieht so ein Leitstand einer Coil-Tubing-Bohrung fast aus wie der Leitstand eines Intercity-Zugs. Tja, und wer noch mehr wissen will über Coil-Tubing-Bohren und die damit verbundenen Vorteile, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!